Willkommen zurück zu Seek and Destroy. Ich glaube, selbst als Kiddo, damals habe ich diese Mission hinten wahrscheinlich nie gemacht, weil ich gar kein Nachtsichtgerät geholt habe oder keine Taschenlampe oder so. Also kein Zuschauerwerfer. Deswegen war das für mich neu. Nicht nur das, sondern auch dieser krasse Bossfight danach. Aber ich könnte mich auch nicht mehr wirklich erinnern, wenn es so gewesen wäre, weil es ist einfach zu lange her. Ich wollte nämlich erstmal gucken, was wir für ein Zubehörteil bekommen haben, weil das Spiel hat uns nicht gesagt, was wir bekommen haben in der Geheimbasis. Es sah aus wie eine CPU. Das wäre natürlich super cool, wenn es noch eine bessere gäbe, als die Hyper. Aber ich muss auch wieder umbauen, weil ich immer noch den Suchscheinwerfer dabei. Und wir haben einen neuen Tiger bekommen, der vielleicht ein interessantes Upgrade wäre. Nachdem uns jetzt auch dieser Panther hier gut Dienste geleistet hat. Und vor allem dieser Panther das Problem hat, dass er nicht so ganz viel Gewichtsladung mehr hat. Ne? Die Ausrüstung wird auch mal schwieriger zu tragen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal in die Werkstatt und gucken bei CPU, ob da was Neues gekommen ist. Gucken generell mal, ob irgendwas Neues gekommen ist. Aber ich schätze, es war eine CPU. War es nicht. Jetzt ist die Frage, was war das? Hier ist auch nichts Neues bei. Auch keine neue Waffe. Hä? Was haben wir denn da gerade bekommen? Gar nichts? Ist das irgendwie nicht richtig einprogrammiert oder so? Weil wir haben ja eigentlich gar nichts bekommen jetzt. Ich habe nichts Neues. Außer, das war eine Waffe, die man nur mit Haarpanzern nutzen kann. Ich sehe das jetzt vielleicht gerade nicht. Ich rüste mal so einen Haarpanzer aus. Guck mal, der Haarpanzer hat sogar B-Geschütze-Optionen. Das ist cool. Gucken wir mal. Nein. Also was auch immer ich da bekomme, aber ich habe es nicht wirklich bekommen scheinbar. Weil bei den Waffen ist auch nichts Neues dabei. Was sehr seltsam ist. Also keine Ahnung, was wir da bekommen haben sollen. Vielleicht ist das für irgendwas anderes relevant, was ich jetzt gerade auch nicht verstehen kann. Aber gut. Also ich sagte dir, dass wir vielleicht den neuen Tiger mal angucken sollten. Das jüngste Modell hatten wir vorher, das Frühmodell ist das neue. Ich wollte kurz Kreis drücken. Das Ding hat nicht so viel Panzerung tatsächlich. Auch nur 13. Aber mehr Ladegewicht. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es sich nicht lohnt, umzubauen für das Ding. Oder? Ich würde sagen, nee. Oder? Im Grunde hat das Ding einfach nur... Es hat sogar weniger Ladegewicht als das jüngste Modell. Ja gut, das muss man durch eine Challenge freischalten, ne? Aber trotzdem, es ist nicht wirklich besser, der Tiger. Absolut nicht. Ja, dann bleibe ich bei meinem Panther, würde ich sagen. Ja, wir bleiben einfach dabei. Wir machen nur wieder die Waffe um. Zurück zu dem Werfer. Sonst muss ich nichts verändern, ne? Das war das Einzige. Das Multiradar eingebaut. Ja. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu tun. Ich kann den Flamer einbauen, diesen Panzer. Ne? Warum habe ich das nicht getan? Oder habe ich das vorher schon getan? Das auch nur vergessen. Kann auch sein, ich weiß es nicht sicher. Worauf wollten wir nochmal hier Geld sparen? Irgendwas wollte ich kaufen. Ah, da haben wir es ja gekauft. Panzer wäre natürlich noch eine Option. Aber die ist natürlich auch viel schwerer dann, ne? Wenn wir so eine krasse Panzer kaufen. Für Tute haben wir den besten momentan. Getriebe wäre vielleicht auch wieder eine Option. Mit der Dinge sich schneller drehen kann. Guck mal, so ein B-Getriebe, das ist recht günstig und den Rest sparen wir mal an. Und gucken, ob das B-Getriebe noch in den Panzer reinpasst. Dann reicht mir das auch. Anpassen. Ja, das ist kaum schwerer, aber macht die Drehung des Turmes ein bisschen schneller, ne? Das ist schon viel wert. Das machen wir. Gut, 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 gut. Huiuiuiui. Das ist bisher immer noch dieselbe Aufnahmesession. Das Spiel macht so ein bisschen süchtig. Ja, von der ersten Folge bis zu dieser Folge ist das immer noch dieselbe Session für mich. Langsam wird es aber ein bisschen warm hier drin. Ne? Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause machen. Aber erst dann müssen wir noch ein bisschen erreichen. Wir hatten eine Mission bekommen, ne? Eigentlich sollten wir mit Rothschild reden, aber wir haben auch Missionen bekommen. Also mache ich die Mission jetzt erstmal. Ja, machen wir Mission. Let's go.
Ah, ich habe jetzt das alte Geschütz gleich wieder eingebaut. Deswegen hatten wir auch noch genug Platz für die ganzen anderen Sachen. Ist okay. Ich mag das Geschütz ja auch mal noch ziemlich gerne, das Schwere. Wobei es hier besser gewesen wäre, das Auto voll reinzunehmen, ne? Das kann ich aber auch hier noch machen. Man kann auch auf Select auf der Weltkarte ins Zeug. Wenn ich hier jetzt nämlich das ausrüste, habe ich zu viel Gewicht. Ist in Ordnung. Dann nehmen wir wieder das kleine Geschütz mit. Vielleicht gefällt es mir sogar ein bisschen besser, ich weiß nicht. Und dann ist das Offensive nach vorne preschen und die Gegner umrunden ja eigentlich ganz effizient. Nehmen wir das automatische Schießen rein. Sehr gut. Und dann war das, glaube ich, nur eine Mission da oben rechts, ne? Ja, die Stadt ist aus irgendeinem Grund wieder gefallen, scheinbar. Also schnell dahin. Hab die nicht verteidigt. Ich bin doch extra losgegangen, hab die anderen aufgehalten, ne? Was ist hier los? Hier ist aber keine Mission. What? Ach so, warte mal. Vielleicht müssen wir den Typen hier ansprechen, deswegen ist die Missionsflagge hier. Das könnte sein, dass er hier sozusagen ist, wir sollen hier mit ihm reden. Jetzt ist die Frage, wo er hier steht. Er wird diesen blauen Panzer setzen, ne? Wir müssen also eigentlich nur diesen blauen Panzer finden. Der ist ja eigentlich recht auffällig. Ist die Frage, wo er sich hier aufhält. Wahrscheinlich bin ich schon am Anfang vorbeigefahren in der Dämlichkeit. Gut, dass dieses Dorf jetzt, dieses Hafendorf ziemlich klein ist. Das heißt, eigentlich müsste er relativ leicht zu finden sein, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielleicht hier hinten? Kann man ihn auf der Karte sehen, den, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Wo hast du dich denn versteckt? Also wenn sich jetzt irgendwo hier in der Ecke versteckt, ne, dann bin ich ein bisschen an. Das ist unnötig. Also wirklich unnötig. Komm schon. Hä? Im Groben und Ganzen war ich doch jetzt überall, oder nicht? Wo ist der Typi? Diese Stadt liegt in Q-Steins am nächsten. Sehen Sie, wir haben im Bombenhagel viele Freunde verloren. Ja, es tut mir auch leid, aber wo ist unser Kommandant? Oh, ich hänge gerade in dem Panzer fest. In dem Wrack. Da ist er nicht. Können wir in den Hafen reinfahren? Sollen wir da hin? Warte mal, du hast denselben Panzer wie der Kommandant, einer der Kommandanten. Bist du aber nicht okay. Wie ich hörte, spielen sie in der Schlacht eine Schlüsselrolle. Ich möchte so stark sein wie sie. Ah, da steht er. Wir können hier durchfahren. Wow. Da hinten ist er. Das ist unser Landungsschiff, ne? Wir stechen in See. Ausrüstung überprüfen und bereit machen für ein Seegefecht. Das sind wir. Wir haben schon unser Boot an der Seite angebaut. Haben Sie Ihre Ausrüstung überprüft? Ja. Gut. Let's go. Ich bin bereit, auch für Seegefechte. Na cool. Jetzt sind wir wirklich hier drauf. Fertig? Ja. Wir unterstützen Nibelia. Okay. Wir schützen die 5. Flotte. In Nibelia liegt feindliche Marine. Vorsicht! Ja, guck mich doch an, ey. Mein Panther ist einfach nur ein Monstrum. Die Schlacht von Nibelia. Hier wäre wahrscheinlich das Ferngeschütz wieder richtig gut gewesen, ne? Na egal, wir machen es mit dem kleinen Geschütz. Oh, wobei wir haben auch Fliegergegner hier. Wenn wir die bekämpfen müssen, bin ich froh, dass sie schneller schießen können. Hier wäre das Luftimpel toll gewesen, das konnte ich ja nicht wissen. Mann! Hätte ich das gewusst. Das ist aber wirklich viel, Marine. Plus Helikopter. Ist eine anständige Flotte da hinten. Und die haben sogar Flugzeugträger. Okay. Let's go.
Zumindest müssen wir beweglich jetzt. Das können wir jetzt zum Vorteil nutzen. Und gut, dass wir das Luftradar haben. So wie das Seeradar. Es ist nämlich so. Wenn ihr kein Radar habt für die jeweiligen Gegner, sie in Luft, dann sieht sich auf dem Radar die Gegner nicht. Aber wenn wir so ein Multiradar haben, sie wert alles. Was für eine mobile Situation. Ich speede mit meinem Hunter-Panzer durchs Wasser und schieße Schiffe ab. Fuck. Ich kann mich gar nicht mehr hier erinnern, ganz ehrlich. Null. Es ist gut, mal so ein Spiel zu haben. Meine Flotte in Ruhe, ihr dreckigen Helikopter. Ich hab froh, dass ich die Raketen habe, ne? Die helfen mir gerade ein bisschen gegen die Luft anhalten, weil meine Kanone ist gerade nicht so gut dagegen. Aber es ist schon okay. Es wäre noch schlimmer, wenn ich die andere Kanone dabei hätte, ganz ehrlich. Ich kriege es ein bisschen an, bisschen. Aber die Jets sind ein Problem, ehrlich gesagt. Oh, hallo? Ah, hallo? Da hinten ist euer Geschütze, ja, da seid ihr gefährlich, alles klar. Weiß ich Bescheid. Vorher habt ihr auch Geschütze, okay. Jet erwischt. Schön abgefangen mit den Raketen. Nein! Das war eins unser Schiff, oder? Ja, eins unser Schiff ist versenkt worden. Ihr Schweine! Ich hab nicht mehr viele Schiffe, oder? Das ist nicht gut, ich muss vorsichtig sein. Die Torpedos treffen auch die ganze Zeit so böse. Ja, die Luft-MGs wären jetzt echt göttlich gewesen, wahrscheinlich, ja. Ärgerlich. Das konnte ich aber wieder echt nicht wissen. Weil die Jets sind leider sehr schnell. Sehr schwer zu treffen mit den Raketen, weil die Raketen nicht Ewigkeiten hinterher fliegen. Siehst du? Broke through, okay. Wir müssen das nur mit mindestens einem Schiff durchbrechen, lange noch überleben. Ja, das haben wir auch geschafft. Es war, glaube ich, auch nur noch ein Schiff übrig. Muss reichen. Ich bin ja noch dabei, ja, ich mach das schon. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Will ich zwar eigentlich gar nicht sein, aber bin ich so ein bisschen. Ein neuer Hafen heißt natürlich auch wieder neue Arena, neuer Shop. Immer sehr interessant. Sind wir jetzt auf der Insel gelandet? Ich glaube schon, ne? Bevor wir auf den Kontinent kommen, auf die Insel, macht irgendwie Sinn. König von Nivelia. Danke. Unsere Marine ist geschlagen. Mein Land möchte Ihnen danken. Wir werden uns gegen Q-Stein. Wir wenden uns gegen Q-Stein. Wir müssen den Nachschub regeln. Lassen Sie uns dabei helfen. Wir schicken ein paar Truppen. Oh, ein paar Panzer hier. Buone wird sie anführen. Danke. Die Patrouille geht zuerst. Sie stoßen hinzu. Ja, ich muss mich jetzt mal um Ihre Shops kümmern. Überprüfen Sie Ihre Position. Ja, folgen unserer Ausrüstung und unsere Arena-Möglichkeiten. Machen Sie schnell Meldung. Ja, ja, ich lasse mir zahlen. Rotschild. Ohne mich schaffst du sowieso gar nichts. Rotes Schild.
Ausbildung auch sowieso. Das ist sowieso ganz gut Geld, das können wir gebrauchen. Und einen neuen Panzer, mehrere neue Panzer. Ein Greyhound. Ein M8 Greyhound, aber okay, ja. Trotzdem interessant. Ein Centaurer. Chiha, verbesserter. Japanischer Panzer. Typ 2 Kami ist, glaube ich, auch ein japanischer Panzer. Die würde mich auch reizen, die japanischen Panzer. Aber ne, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Deutschen. Man kann natürlich so viel wechseln, wie man will, aber hey. Ja, wir sind auf der Insel jetzt. Ich könnte auch wieder runterfahren von der Insel. Wir gucken mal kurz auf die Karte, was die sagt. Ja, wir müssen da anscheinend wieder ein Seegefecht schlagen. Auf dem Weg zum Kontinent des Feindes. Aber wir gehen natürlich erstmal in die Stadt jetzt rein. Schauen uns Arena und Shop an. Am besten erst Arena, oder? Falls wir neue Panzer kriegen, die uns interessieren. Und das Geld haben wir dann ja auch für den Shop besser bereit. Ich sollte aber vielleicht wieder mein großes Geschütz mitnehmen. Sehr eng hier alles in der Stadt. Eine alte Stadt. Auf der Insel müssen wir natürlich ein bisschen enger bauen, ne? So Platz haben sie hier ja nicht. Macht ja Sinn. Ich hoffe, der Shop war jetzt nicht unten und ich fahre dann vorbei. Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Ich bin an allem schon vorbei. Nee, an der Arena bin ich vorbei, aber noch nicht am Shop. Der Shop ist am Ende hier. Okay, gut. Ich wollte jetzt zur Arena. Na, ich bin so ein Torf. Okay, zurück. Hui. Ist hier die Arena? Versteckt? Bin mir noch nicht ganz sicher, wo sie genau located ist. Weil es alles ein bisschen verworren ist in der Stadt. Mal auf die Karte schauen. Nee, die ist da vorne. Das ist so eine komische Seitengasse, die keiner braucht. Okay. Alles klar. Da ist die Kirche, wir haben einen Pastor. Hier ist der Heliport. Wo bin ich jetzt? Ich muss mal wieder auf die Karte gucken hier. Ey, what the fuck? Okay, also ist jetzt hinter mir eine Straße, die zur Arena führt. Also die Kirchenstraße führt zur Arena. Tatsächlich. Hierher fliehen die vom Krieg betroffenen Menschen. Ich biete um ein baldiges Ende des Krieges. Erstmal ist mir auf dem Weg, weil ich hier in die Battle Arena möchte. So, was haben wir da? Ein Skoda 35, Centurion MK3 und ein Leclerc. Okay. Das Geschütz noch wechseln, ne? Ja, egal. Das schaffen wir auch so. Ich glaube, ganz ehrlich, dass die Arena hier ist so eng. Es ist besser, hier das schnelle Geschütz zu haben. Guck, wie schnell der tot war. Ja, das ist hier so eng, hier könnte ich nicht snipen. Die ganzen Erhöhungen hier würden es mir unmöglich machen, lange Distanz zu schießen. Da bin ich besser bedient mit dem schnellen Geschütz. Auf jeden Fall. Und der Skoda gehört uns. Centurion MK3. Flammenwerfer! Weg bist du. Ja, die Arena ist so klein. Ich glaube sogar, dass die ganzen Hügel der KI noch mehr schaden als mir. Und da will ein Centurion. Jetzt wird ein Leclerc. Leclerc. Stellt sich ein bisschen besser an, aber auch er hat keine Chance gegen uns. Winner! Player One. Nice one. Gut, die Tatsache, dass ich Player One sagen, sagt ja schon, dass es wahrscheinlich im Hauptmenü auch einen Versus-Modus gab, den ich einfach nicht angeguckt habe. Jetzt müssten sie eigentlich von Player One sprechen. Ja, der Leclerc.
Haben wir ein bisschen Geld verdient. Jetzt gucken wir uns so eben an, was hier für Challenge-Arena-Kämpfe sind. Und dann können wir zum Shop fahren. Und schauen, was die so anzubieten haben. Gewaltiger Schuss, schnell, die Minen im Feld zerstören. Nur die Hauptwaffe kann benutzt werden, also nah heran. Ziel schießen, Ziel zerstören, dann geht es weiter. Schießen, das Ziel erreichen. Klingt alles machbar. Okay, ich muss aber vorher die Waffen ausbauen. Also die Nicht-Main-Waffen. Das wäre uns mit der Rakete wahrscheinlich ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Ich verstehe schon. Ja, behalte auch die schnelle Waffe hier. Ich denke, die starke Waffe wäre Blödsinn hier. Also, du weg. Du auch weg. Und dann machen wir das. Heißt denn auch, wir es schaffen? Ja. Oh, Spezialzubehör. Ich darf auch keine Bootkrams-Gedönse benutzen. Falsch anpassen. Gut. Kann ich verstehen, ist in Ordnung. Aber hätte man da wahrscheinlich andere Sachen nutzen können, wie zum Beispiel diese Flugmittel, die wir noch gar nicht angeguckt haben, die ihm auch wieder Vorteile gegeben hätten. Unfaire Vorteile. Okay. Regeln, alle schwebenden Bomben zerstören. Aber ich kann die auch nicht anvisieren, glaube ich. Das ist schwerer. Okay. Also mein gutes ist die Long-Range-Waffe, die ich dabei habe. Mit der würde ich hier gar nichts schaffen. Überhaupt nichts. Sieht nicht so gut aus, finde ich, ne? Er ist ziemlich gut, leider. Einen noch. Nein! Oh, ich wusste, dass er auch so knapp dran war. Einen! Ist machbar. Ich war am Anfang nur sehr verwirrt, weil ich gedacht habe, ich könnte anvisieren. Kann ich aber nicht. Ich muss hier selbst zielen. Das ist schaffbar. Das ist knappi, aber es ist schaffbar. Komm runter, komm runter, komm runter. Nein, 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 jetzt habe ich ihn mehrfach verfehlt. Das habe ich. Reload. Das feiner Schnauze ziehen ist halt schon ein bisschen anstrengender. Aber ich bin schon viel besser als gerade eben. Jetzt mache ich Blödsinn. Jetzt mache ich halt echt Blödsinn. Okay. Nicht wegschmeißen, jetzt kurz vor Ende, bitte. Noch zwei Stück, komm. Du und der Pinke. Ja. Am Ende habe ich ziemlich viel Unfug gemacht, aber ich war gut dabei sonst. Was ist der für ein Monsterpanzer da? Gib mir den mal. Jetzt bitte. Auf 1. Okay, AOF 1. Okay, das haben wir geschafft. Ziel zerstören, dann geht es weiter. Schießen und das Ziel erreichen. Zielschießen spielen, okay. Können wir hier anvisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, wir versuchen es mal. Ach so, ich kann gar nicht fahren. Ich muss einfach schießen. Okay. Ich werde hier sozusagen auf dieser Bahre automatisch nach vorne gebracht, solange ich die Ziele zerstöre. Wenn ich die früher erwische, ist es auch schneller. Das ist eine coole Idee. Ich würde gerne einmal neu starten, weil ich wusste am Anfang nicht, was ich machen soll, weil ich versucht habe, loszufahren und das ging nicht. Ich denke, ich kann das schaffen, aber nicht, wenn er schon so einen Vorsprung hat. Er ist nämlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, ehrlich gesagt, aber ich möchte es zumindest vernünftig versuchen und nicht mit so einem schlechten Start. Sehr gut, dass man sich hier komplett drehen kann, weil ein Marder oder sowas oder generell hier Panzerjäger haben ja oftmals keinen Drehturm. Die müssen ja auch eine Chance haben, sich hier drehen zu können. Und ich finde es gerade leichter, den Körper zu drehen, als den Turm, ehrlich gesagt.
Nein! Ah, oh, zwei Ziele verpasst. Das wird nichts Gute machen. Zwar schneller jetzt, aber. Reloaden ist schlecht. Ja, gut, nächstes Ziel. Ja. Ich hoffe, er verfehlt auch ein paar. Ja, tut er, ne? Ihr seht es gerade eher als ich muss mich konzentrieren, aber ich glaube, er verfehlt auch ein paar. Aus dem Augenwinkel sehe ich, er verfehlt ein paar, das reicht mir. Ja, was eine lustige Idee, wow. Das ist das Ziel. Oh, wir waren aber nur knapp vor ihm drin, aber krass. Aber ich glaube, wir haben auch mehr Ziele zerstört. Muss ja eigentlich, weil die Geschwindigkeit damit ein bisschen was zu tun hat. Er hat auch ein Monster geschützt, ja. Ja, wir waren ganz bisschen schneller als er. Also Ziele sind nicht relevant für die Endwertung, aber dieses Ziel, das du abschießt, gibt dir einen Speedboost, ne? Deswegen ist es wichtig, möglichst viel zu treffen. Der Panzer 2000. Es ist, glaube ich, ein Deutscher, ne? Wahrscheinlich absolut Prototyp, nie eingesetzt. Aber schon irgendwie lustig, das da schon ziemlich ein Monstrum. Vielleicht, wenn es hier eine richtig geile Haarwaffe gibt, würde ich mal überlegen, sowas zu benutzen. Wir fahren mal zum Shop, vielleicht gibt es ja eine geile Haarwaffe. Ich gehe mal davon aus, dass das den, der gerade Haarwaffen benutzen kann. Da gehe ich ganz stark von aus. Also auch zum Shop. Wieder lange Fahrt, aber ist schon okay. Auf den Berg hinauf. Der Angriff auf Kuhstein wird eine konzentrierte Aktion. Ich wurde dafür abkommandiert, freut mich, Sie kennenzulernen. Kann ich verstehen. Hui. Und das Getriebe ist im Arsch. So, wo ist hier der Shop? Wahrscheinlich da in der Gasse dahinter, ne? Versteckt. Oder in der Gasse. In der Gasse sehr gut. Schauen wir mal. Primärwaffen gibt es auf jeden Fall hier. Der Platzer und ein Satellit. Beschreibung. Ein Lasersatellit feuert, wohin der Zeiger weist. Also von oben. Also du visierst nur an. Weird. Ich glaube, dieser Platzer ist wert ist, oder? Ich weiß ja nicht. Ich hatte immer das Gefühl, der Platzer sieht so aus wie eine Waffe, die es nicht wert ist. Aber vielleicht ist die voll geil. Aber die ist auch super teuer. Wie ein Lautsprecher? Keine Ahnung, was er mit diesen ganzen Lautsprechern soll. Cooles Retro-Zubehör. Ist wahrscheinlich nur so ein Joke-Item oder so, oder? Die verkaufen mir nicht gerade den besten Scheiß. Alter, Seeantrieb und Schrauben haben die aber. Für super schnelle Seefahrt. Damit könnte ich das Wasserrennen auf jeden Fall gewinnen, wenn ich es drauf anlegen würde, ne? Okay, neue Getriebe. Nachtvision haben sie auch. Radars. Mein Radar habe ich zufrieden, ganz ehrlich. Da kaufe ich nichts mehr. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal den Platzer. Ich weiß, es ist super teuer. Aber ich würde gerne mal so ein Haargeschütz benutzen. Und da kaufen wir mal den Platz dafür. Und gucken, ob der sich lohnt, wie der sich so anfühlt. Mal ein bisschen was angucken und entdecken hier. Und nehmen wir mal den richtig fetten neuen Superpanzer, den wir ja gesehen haben, mit. Wo ist er denn? Da. Irgendwo da bestimmt. Bei Auf in der Nähe. Nee? Ich habe ihn bestimmt schon übersehen, ne? Meine Blödheit. Wo bist du? Da bist du. Hier ist ein Panzer und sehr viel Ladegewicht tatsächlich. Alter, was ein Monstrum einfach. Wir können den Anstieg wieder ändern, wir sind nicht im Schneegebiet. Wir sind momentan auf Wasser, ne? Da wird keine wirklich sinnvolle Farbe für eigentlich. Dann bleiben wir mal im Schneegebiet, weil das am meisten Sinn dann noch macht. Oder Stadt. Ja, mal Stadt, komm. Anpassen. So, gucken wir mal. Das Ding hat keinen Haarturm. Echt nicht? Ich hab grad. Das hat gar nichts. Weder H noch T noch B. Das überrascht mich. Dann ist es für mich interessant. Dann gucken wir uns lieber einen anderen an, der ein H auch hat. Wir brauchen jetzt ja einen mit H-Turm. Den Panzerkupp, der sah ja auch ziemlich krass aus, oder? Nehmen wir den vielleicht mit. Der hat auch recht gut Panzer und auch ziemlich viel Ladegewicht. Ja komm, nehmen wir den Panzerkupp mit. Anpassen. Die Mehrwaffe. Der Platzer. Der hat 4 Schuss, richtig? Das, also nachladen ist besser als Schnellfeuer, würde ich sagen. Bei nur 4 Schuss. Sollen wir das Luft-MG vielleicht mal einbauen, falls wir wieder auf dem Wasser gegen Luftanlagen kämpfen müssen? Wir können es ja mal austesten.
Ding sieht ja schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. So, der SK-Antrieb, die Haarraupe, das Boot-Equipment. Wie gesagt, der Schnelllader ist besser, weil ich glaube, das Ding hat nur 4 Schuss. Beste Getriebe, was wir haben. Beste CPU, das beste Radar. Und die Panzerungsverbesserung. Passt alles rein. Wir können sogar noch, glaube ich, eine Flamme wieder einrüsten. Nicht, dass wir den brauchen würden, aber hey. Warum nicht? Ich würde die Folgen ruhig ein bisschen länger vielleicht mal halten, weil das auch nicht so viele Folgen werden sollen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch wird. Aber ich muss sie alles wie in Oktober quetschen. Oder ich muss mich irgendwie überlegen, wo ich so hinpacke, das Ding. Also machen wir so einen Schlacht, ja? Hinausgehen. Das ist schon okay, denke ich. Eine Schlacht, die dauern ja meistens nicht lange. Eine können wir fix machen. Zum ersten Mal keinen Panzerkampfwagen, ne? Den wir benutzen. Keiner von der klassischen, sondern halt ein Jagdpanzer. Das Schloss im Meer. Wow. Okay. Big Boy. What the fuck ist das? Wow. Gravitationskugeln oder was? Hier, die haben mich hier drauf geholt. Nett von euch. Aber, oder auch nicht. Die Riesengeschütze des Todes. General Skisiawa. Ich vernichte, was kommt. Okay. Oh Gott, die Dinger können sich hier gut drehen, ne? Ich bin gerade völlig verwirrt. Flammenwerfer! Wenn ich zu heranstehe, kann ich nichts machen. Ja. Da schießt du kleine Gravitationskugeln, also kleine Bomben mal ab, ne? Keine Ahnung. Katzer, die fliegen rein, explodieren dann später. Okay. Die lernen gerade erstmal die ganzen neuen Sachen, die wir. Jetzt haben wir den Down. Also so viel Schaden macht der Platz da jetzt nicht. Ich denke mal, das ist erst dann relevant, wenn man auch mehrere Gegner damit treffen kann, ne? Das können wir hier gerade nicht. Das heißt, in der Mission ist es ein bisschen doof. Glaube ich. Ah, aua. Nicht nett. Aua, Alter, Raketenregen. Die hätten mich jetzt festgehalten hier. Okay. Das Witzige ist, die MGs können auch Ziele treffen, die direkt vor mir stehen. Also so größere Ziele wie diese Türme kann ich auch mit den Luft-MGs was treffen. Also sind sie nicht ganz für den Poppes. Aber ich sehe fast nichts, wenn ich abfolge, das ist das Problem. Wir sind mehrere Ziele von dir, ne? Das müsste auch eh Schaden machen. Viel merke ich davon nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese komischen AOE-Geschosse sich gerade wirklich lohnen, weil das so ein kleiner Bereich ist. Ich denke, wenn ganz viele Panzer aufeinander stehen, dann ist es ganz nett, aber sonst ist das ziemlich bucklig. Oh, was ist das denn für ein Geschütz? Wow, das killt mich. Ein riesen Gatling Gun. Okay. Abpacken das Ding. Nein. Also das große Ding ist der Boss, ne? Ja. Jetzt haben wir die Raketen verloren. Ich muss dich ausweichen. Die machen mir gerade zu viel Schaden immer. Das Blinken ist ja fast schon schrecklich, oh mein Gott. Mit der Flamme ist das Beste, was ich hier habe. Aber wenn die Raketen kommen, sehe ich sie. Erst kommen die Raketen wieder. Okay, ich sehe sie gerade hochgehen. Ausweichen.
Dann fahren Flammenwerfer und auf dem 8. nächsten Raketen kommen. Das sind jetzt Raketen wieder. Ja, das Balancing des Spiels ist ein bisschen weird. Also ich meine, diese AOE-Geschosse sind einfach zu schwach, aber das ist ja schon früh klar gewesen, aber was soll's. Also dass es halt weird ist. Ich sehe ganz fast gar nicht, wie ich das abfeuere. Boah, das ist echt unangenehm. Raketen kommen gleich wieder von oben, deswegen fahre ich durch die Gegend. Oh. Okay, ja. Und wir haben es fast. Raketen kommen wieder. Stirb. Ja, irgendwie haben wir es geschafft. Das war auch wert, ich bin fast gestorben, ne? Aber wahrscheinlich, weil ich am Anfang ein bisschen komisch gespielt habe. Und weil dieser komische Platzschuss nicht so geil ist. Also zumindest nicht in dieser Stage jetzt. Ich weiß nicht, wie das ist gegen Panzer. Wenn die nagel untereinander sind, könnte das ganz cool sein. Aber hier hat sich das echt schwach angefühlt. Was ist passiert? Naja, der Lagebericht. Ein Schlachtschiff. Hat aufgepasst. Das Schlachtschiff ist besiegt. Jetzt ist die nächste Operation. Wir greifen Glonstadt an. Okay, Glonstadt. Alles klar. Vorrücken zur Feindstadt. Wir fangen an. Wenn wir da sind. Die Abkürzung. Viel Glück. In der, die das einfach abkürzen, wenn abkürzen. Wir kürzen einfach alles ab. Neuen Panzer kriegen wir auch. Okay. Landungspanzer. Macht Sinn, weil wir jetzt Landung im gegnerischen Gebiet machen, ne? Nice, das war ein bisschen längere Folge, aber das ist auch völlig in Ordnung, so finde ich. Wir fahren zurück auf die Insel, weil... Wobei... Ja doch, ich muss speichern, ne? Ich wollte ja aufhören aufzunehmen nach dieser Folge. Ich würde gerne noch eben speichern mit euch. Und da ich Angst habe, dass irgendwie ein Bossfight wieder aus dem Nichts kommt, so wie damals in dem Geheimversteck, mache ich das mit euch zusammen. Aber anscheinend passiert hier nichts gut. Dann ist ja alles okay. Dann musste ich jetzt nur zur Garage, die natürlich ganz an der anderen Seite der Stadt ist. Das verschone ich euch jetzt vorne. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich gucke mal, was ich für Änderungen noch vornehme am Panzer. Ich glaube, ich würde auch gerne einmal hier mit losziehen, um zu gucken, wie sich dieses Geschütz gegen normale Panzer anfühlt. Aber ich glaube... Ich will jetzt nicht sagen, dass Hagelschütze schlecht sind, weil es gibt ja auch Nebenwaffen und andere Hauptwaffen, die nur Hagelschütze nutzen können. Aber diese Platzer-Dinger, die finde ich gerade nicht so überzeugend. Aber vielleicht sind sie eine ganz andere Nummer gegen Panzer. Wir werden es mal austesten nächstes Mal. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.